ob Sie es glauben oder nicht. Ich befinde mich in dem wohl berühmtesten Garten jenseits des Rheines. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo ich bin? Im Prinzessinnengarten in Berlin. Bleiben Sie, heißt doch Prinzessinnengarten, richtig? Prinzessinnengarten Berlin-Kreuzberg. Genau, das wird interessant. Ich habe den Oliver bei mir. Der Oliver wird uns heute was erklären, was der Sinn der ganzen Sache ist, wie es angefangen hat und wo es hingehen soll. Und ich kann hier ganz ruhig liegen und brauche nicht zu arbeiten. Bleiben Sie dran, wird spannend. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Oliver, kurz vorgestellt, wer bist du, was machst du hier? Also ich bin Oliver, wir sind ja hier in Berlin-Kreuzberg im Prinzessinnengarten und ich bin hier freiwilliger Helfer und bin eines Tages mal hergekommen, um mal ein bisschen zu gärtnern, weil es meine große Leidenschaft ist und das ist jetzt 5 Jahre her und seitdem komme ich fast täglich hierher. Und wenn hier irgendjemand von der Presse oder irgendein Hampel von YouTube kommt, dann bist du derjenige, der sich vor die Kamera wagen muss. Also ich war schon einige Male vor der Kamera, obwohl, ja, ich habe ein bisschen was aufgeschnappt in der Zeit natürlich. Und kann ein bisschen was erzählen, natürlich nicht alles. Dafür ist das ganze Projekt hier auch zu komplex. Aber ein bisschen was kann ich erzählen. Gut. Im Hintergrund oder jetzt hier übergelegt laufen jetzt ein paar Aufnahmen, die ich so im Laufe des Tages hier in der Anlage gemacht habe, damit Sie nicht immer nur uns beide hier sehen. Oliver, wie hat die ganze Geschichte angefangen? Ja, also es gibt ja 2 Gründer hier des Prinzessinnengarten. Das eine ist der Robert und der Marco und der Robert war in Kuba. Ja. Und in Kuba gab es halt jede Menge urbane Gärten. Ja. Die Leute bauen sich da halt ihre Gemüse auch selbst an. Und zwar in Hochbeeten. Zum Teil an der Straße oder hinten auf dem Hof. Und da hat er das halt gesehen und hat sich gedacht, dass er das auch in Deutschland verwirklichen könnte. Da gab es ja eigentlich keine urbanen Gärten hier in Deutschland. Nicht mal in der ehemaligen DDR? Das Projekt ist jünger, aber in der DDR gab es das auch nicht? Das kann ich nicht sagen. Weiß er nicht, okay. Ich bin nicht aus der DDR. Okay, dann hat er das also gesehen dort und hat gedacht, ja, machen wir hier auch. Ja. Er hat gesagt, das könnte man vielleicht machen. Er hatte so 2, 3 verschiedene Projekte so im Kopf und dann hat er hier die Möglichkeit gehabt, das Gelände irgendwie zu pachten und dann ging's los. Das liegt mitten in der Stadt. Ringsrum sind Häuser und Straßen und der nächste Baum ist ein Stück entfernt. Sozusagen. Wir haben hier so, ja, das ist halt so ein sogenannter Stadtgarten. Ja. Mitten zwischen Hochhäuser, Bürogebäuden und natürlich auch an der befahrenen Straße. Und dann, wie hat er angefangen? Er hat von der Stadt dieses Gelände bekommen, verpachtet bekommen und dann? Und dann, ja, hat er Learning by Doing. Dann hat er sich überlegt, wie das so aufgebaut werden kann, hat die Kontakte geknüpft und da natürlich sehr viel zu tun war, weil das Gelände ist ja 6000 Quadratmeter groß, hat das versucht, publik zu machen hier in Kreuzberg und dann sind auch innerhalb kürzester Zeit um die 300 Leute gekommen und haben mitgeholfen, den Garten aufzubauen. Und dann hat er nach Spendern gesucht, die zum Beispiel diese ganzen Plastikkisten spenden. Genau, Leute sind, ja, die kommen dann auch schon auf dich zu, wenn sie, jetzt heutzutage sowieso, weil der Prinzessinnengarten hat ja einen Namen. Da kommen also quasi täglich irgendwelche Anfragen oder wir sind halt bekannt, aber auch als es so publik wurde, ist der eine oder andere, ja, okay, die Sache ist ja so, wo kriegst du jetzt erstmal so viele Hochbeete her oder Kisten? Da überlegst du erstmal, wo pflanzen wir alles rein? Die Sache ist ja so, mit dem Boden habe ich dir ja erklärt. Es war ein ehemaliger Autohändler, der Boden ist kontaminiert, ja, der lässt sich so nicht benutzen. Ja, genau, der lässt sich so nicht benutzen und wir haben ja nur hier 1-Jahres-Pachtverträge. Von der Stadt und deshalb ist hier eigentlich alles so mobil aufgebaut. Die Container, wo die Werkstätten drin sind und die Gastronomie ist alles in Containern halt und die Hochbeete, damit es schnell abgebaut werden kann. Dem Prinzessinnengarten wird es auch weiterhin geben, selbst wenn wir keine Pachtvertragverlängerung bekommen. Ja.
Ja, dann halt an anderem Ort. Ich kenne das Projekt ja aus dem Internet. Ich habe mich damit schon einige Mal befasst. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wo kommt die Erde her, die hier verwendet wird? Das, erklär das mal kurz. Ja, also wie gesagt, ich bin nur freiwilliger Helfer und die Erden bestellt Robert selbst, der Chef, und oder das Gartenbauteam, aber die kommen halt vom aus dem Umland von einem Erdenhändler. Also es ist keine Sackware mit Dorf aus Litauen nein, oder sonst was? Bio-Erdenhersteller und der beliefert uns. Wo wir auch noch Kompost beziehen und ja, genau. Und dann haben wir ja noch den Pferdemist, den wir gespendet bekommen haben, die tonnenweise. Da mischen wir die Erde halt je nach Gegebenheit an, was die Pflanze so benötigt. Vielleicht kurz erklärt, das war eine interessante Sache mit den Kisten. In der oberen Kiste ist die Erde drin, dann ist keine Trennung zu der unteren. Die untere wird aufgefüllt mit zu kompostierendem Material und das fällt dann mit der Zeit zusammen. Ja, also genau. Da, und, also wir haben ja zwei Obstkisten übereinander. Unten kommt halbreifer Kompost rein. Und halt Abschnitte, das sind halt so Abschnitte etc., ja, ist noch nicht durchgerottet. Und oben kommt halt die Mischung von Gartenerde Spezial, so heißt ja die Mischung der Erde, und Kompostmischung. Und dann die untere Kiste wird bis oben zur Rand aufgefüllt und oben dann die zweite Kiste raufgestellt, dass die Tiefwurzler und die Pflanzen sich auch nach unten durchwurzeln können. Und das Jahr ist rum, dann passiert was? Ja, also wie das ja jeder weiß mit dem Erden, die sacken ja ab, gerade jetzt mit Kompost und dann wird quasi, die untere Kiste ist ja in der Saison dann nachgereift und ist dann quasi reif und gibt natürlich über die Saison immer ihre Nährstoffe ab, weil sie ja noch am Reifen ist. Also länger, als wenn du jetzt zum Beispiel nur Kompost rein. Ja. Da ist, sind ja die Nährstoffe dann irgendwann verbraucht. Ja, und dann nehmen wir die obere Kiste, füllen die nochmal recht mit Kompost an, dass sie wieder quasi lebt und nehmen die untere Kiste, die dann ein bisschen abgesagt ist, und stellen die nach oben und füllen die dann auch wieder auf. Wird irgendwann Erde auch mal ausrangiert oder bleibt alles, was hier ankommt, irgendwie auch auf dem Gelände? Wenn es wirklich ja, ausrangiert wird, wenn wir zum Beispiel einen Befall haben oder so. Dann haben wir da was haben? Befall. Ein Pilz oder... Ja, ja. Ja, dann haben wir da hinten noch so die Big Sacks. Das sind ja diese 500 Kilo Säcke, die man ja vielleicht auch kennt. Und da kommt dann die Alterde rein. Wie ist die ganze Geschichte organisiert hier? Also der Chef will damit ordentlich Geld verdienen, um irgendwann nach Kuba auszuwandern. Nee. Ganz, ganz anders. Das ist wieder rheinischer Humor, falls das irgendwer da draußen nicht mitbekommen hat. Ja, der Prinzessengarten ist ja ein gemeinnütziger Verein, der sich selbst finanziert. Wir kriegen keine Unterstützung quasi. Und der ist quasi, also zur Schaustellung von der Biodiversität entstanden. Wir wollen quasi den Stadtbewohnern, den Anwohnern oder jeder, der es wissen will, die Artenvielfalt präsentieren. Das ist kein Kommerzsache. Und es ist auch nicht, es dient auch nicht vornehmlich der Gemüseproduktion. Also es ist nicht so gedacht, dass ihr ein Maximum aus der Fläche, die hier zur Verfügung steht, rausholen wollt. Überhaupt sondern nicht. Die Intention ist eine ganz andere. Nein, überhaupt nicht. Du hast ja schon ein paar Einblicke hier, ein paar Bilder, die jetzt wahrscheinlich laufen, gebracht. Und wir haben ja wie hier jetzt direkt vor uns die Kartoffelsäcke. Das waren ja 190 Kartoffelsäcke mit 19 verschiedenen Arten. Und wir wollen halt, dass die Menschen, die hierher kommen, einfach wissen, dass es eine Artenvielfalt und Sortenvielfalt gibt. Und nicht nur die Sorten, die zwei, drei Sorten, die du im Supermarkt kriegst. Wie viele Leute sind in dem Verein letztendlich drin? Wie viele sind da organisiert? Also der Verein... Wir haben ja hier die Gastronomie, dann haben wir das Gartenbauteam, das sind zwei unterschiedliche, das ist ein Zusammenschluss. Und dann noch halt den Garten, nomadisch grün nennt sich der. Ja. Und das ist ein Zusammenschluss zum Prinzessengarten. Und ja, wir sind so ungefähr immer so 10, 15 Leute, die hier so immer am Werken sind im Garten. Dann gibt es noch das Gartenbauteam, die sind auch so 5-6 Leute. Aber insgesamt sind es so ungefähr 75 Leute, die für den Garten arbeiten. Kann ich auch Vereinsmitglied werden, ohne letztendlich Vereinsmitglied kannst du gar nicht werden. Der Verein ist ja nur, du kannst nur freiwilliger Helfer werden. Oder? Aha. Genau. Es geht, ist nicht ein Verein, wo du dann beitrittst, quasi. Also gibt es auch keinen Mitgliedsbeitrag oder dergleichen? Nee. Sowas gibt's also, du kommst entweder und arbeitest mit oder bleibst weg. So ja, genau. Oder du bist hier halt Praktikant oder Bundesfreiwilligendienstler oder massenökologisches Jahr hier, wenn du zum Beispiel studierst.
die Nachbarn hier rumrum, die waren, wie ihr hier angefangen habt, die waren Feuer und Flamme, die haben gesagt, ja, yeah, genau darauf haben wir gewartet. Ja, genau. So war das. So war das. Auf jeden Fall. Deshalb sind ja auch gleich mal 300 Leute gekommen, um zu helfen. Na, was sind das für Leute? Die kommen aus allen Schichten. Viele, ja. Du musst dir ja vorstellen, dass gerade in Kreuzberg haben wir viel Zuzug. Ja. Und viele, die auch jetzt hier arbeiten und so, die sind auf dem Land groß geworden. Ja. Und die vermissen das halt auch einfach. Die sind das so gewohnt und die haben auch sind im Garten groß geworden. Die haben das hier natürlich vermisst. Da sind einige von, die dann herkommen und hier dann halt ein bisschen gärtnern oder. Aber prinzipiell eher Leute, die, sagen wir mal, ökologisch angehaucht sind. Genau, genau, ja. Die selber auch Projekte machen oder das in Zukunft machen und die wollen sich hier auch Wissen aneignen halt natürlich. Wie gibt's da schon, habt ihr Kontakt zu anderen Projekten in Deutschland? Ich habe irgendwo gehört, in Trier, glaube ich, gibt es da auch so ein Projekt, essbare Stadt oder wie das heißt. Ja, wir haben fast, zu solchen Projekten haben wir viel Kontakt. Viele Sachen wurden auch mit Hilfe des Prinzessinnengartens aufgebaut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, zum Beispiel in Würzburg, der urbane Garten, in München gibt es Gärten und ja, wo dann auch ein Teil vom Team rüberfährt und das damit aufbaut und die ersten Schub so quasi gibt. Ihr lebt aber in der ständigen Furcht. Die Stadt könnte sagen, Echibetsch, da bauen wir jetzt ein, genau, weiß der Geier was hin. Ja, ein Bürogebäude oder so. Und deshalb ist ja halt auch alles mobil. Jetzt gibt es ja auf dem Gelände, ihr macht ja nicht nur diesen Gartenbau, sondern es gibt ja noch andere Veranstaltungen. Was bietet ihr sonst noch so an? Wenn ich jetzt meine Söhne wollen Schulausflug machen nach Berlin, die melden sich hier an und ihr macht hier eine Führung oder wie läuft das? Wir machen Führung für Kinder auch, Schulen, Kindergärten. Wir haben hier hinter uns, haben wir eine kleine Küche gebaut im Container. Da machen wir auch Kochen mit Kindern. Die können hier ernten, dann kochen wir das. Wir haben auch Waste Food Cooking. Also da gehen wir so auf Märkte, da haben wir so Gruppen wie Real Junk Food zum Beispiel, die gehen auf Märkte oder in den Bioläden, Supermärkten und sammeln so Sachen, die so eigentlich in den Müll kommen. Ja. Aber die nur weil das abgelaufen ist. Aber ja, die sind noch tipptopp. Ja, und dann wird da zusammen gekocht, kann auch jeder kommen und mitmachen. Und dann bauen wir hier große Buffets auf und dann kann jeder kommen und sich was zu essen nehmen. Welche anderen Veranstaltungen gibt es noch? Du hast gesagt, heute Nachmittag waren Veranstaltungen mit Ausländern oder mit Flüchtlingen oder dergleichen. Ja, wir unterstützen ja nicht nur Schulen und Kindergärten, sondern auch Flüchtlingsheime. Wir bauen da Gärten an. Also ich nicht, weil ich habe ja einen regulären Job und komme erst nach Arbeit. Ich bin ja wie gesagt noch freiwilliger Helfer, aber das Gartenbauteam baut halt auch Läden, Gärten auf in Flüchtlingsunterkünften. Mit denen wird dann gegärtnert und von denen waren halt heute die Kinder da und die werden hier auch ein bisschen bespaßt. Wie kommt denn das bei Flüchtlingen an? Denken die, was wollen die uns jetzt hier verbritzeln? Oder? Naja, die haben ja sonst nicht allzu viel zu tun. Ne? Ist auch unterschiedlich. Manche haben halt einen Bezug dazu und manche sind halt auf dem Land auch aufgewachsen und haben selber angebaut, ja, und so. Und die sind dann natürlich Feuer und Flamme. Hast du auch schon mal Leute erlebt, die gesagt haben, ihr habt doch einer eine Waffel, was ihr hier macht? Ja, auf jeden Fall. Stunk gibt's auch ab und zu. Ist ja nicht jeder auf der Schiene, ne? Nee, wir leben in einem freien Land, das kann hier jeder tun lassen, was er will. Ja, jeder kann eine Meinung haben, wie er möchte. Ja, es gibt bestimmt Leute, die hier lieber irgendwie im Bürogebäude oder Wohneinheiten sehen würden. Aber es ist ja so, dass der Staat auch wenig in Sozialwohnungen investiert. Wir haben ja hier die totale Vertreibung in Kreuzberg. Ja, den Zuzug. Da werden jetzt Zweit- und Drittwohnungen, Eigentumswohnungen gekauft. Ja. Ne? Ihr habt da hinten Bienenvölker stehen, die werden von Fachleuten betrieben, aber alles in, wie heißt das, wie hast du eben gesagt, naturnah? Oder? Ja, ich bin jetzt nicht so vom Wissen her über den Bienen, weil hier gibt es so viel zu tun. Ich komme ja nicht dazu, mich um alles zu kümmern. Die Bienen werden naturnah gehalten. Die überwintern quasi mit ihren eigenen Honig und da wird nur der Überschuss quasi abgeerntet, den wir dann hier auch verkaufen. Wir haben einmal im Jahr ein Imkerfest, wo dann aus dem Umland die ganzen Imker kommen und dann kannst du die verschiedenen Honigsorten auch probieren. Zu den Bienen muss ich noch sagen,
man kennt ja die Monokulturen, die außerhalb der Großstädte quasi hervorherrschen. Ja. Wenn du jetzt so einen Bienenhonig kaufst, kaufst du quasi, was weiß ich, Akazienhonig etc. Und die Arten und die Vielfalt in so einem Stadthonig ist natürlich viel größer. Ne? Das ist schon, das hört man des Öfteren. Die fliegen natürlich im Umkreis von 3 Quadratkilometern alles an, auch jeden Balkon und so. Ne? Deshalb sind da natürlich die verschiedensten Sachen drin. Was du natürlich auch von so einem Landhonig nicht sagen kannst. Und das ist schon interessant. Du hast natürlich eine größere Geschmacksvielfalt in dem Honig drin. Würdest du jemandem, der jetzt Berlin besucht, empfehlen, hier mal vorbeizukommen? Auf jeden Fall. Was nimmt er mit von hier? Ja, der nimmt hier einen schönen Eindruck mit. Ich finde, unser Garten ist schon vorzeigbar. Auf jeden Fall als Beispiel, wie es auch in Großstädten anders sein kann. Ne? Es geht ja auch darum, dass Städte begrünt werden müssen. Dass man sich auch sein eigenes Gemüse in Städten ziehen kann. Glaubst du, ihr habt, wie soll ich sagen, habe ich eben schon mal gefragt, glaubst du, es gibt Leute, die hier rausgehen und mit verändertem Bewusstsein ihr Leben weiterleben? Oder jetzt rein eine persönliche Frage, weil du machst ja hier quasi die Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es da die meisten Leute, die rausgehen und sagen, ja nett, aber für mich wäre das nichts, ich gehe jetzt wieder zu McDonald's? Also der eine oder andere wird auf jeden Fall so rausgehen. Zum Beispiel bin ich ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ja. Ich bin ja hierher gekommen und ich habe mich ja auch verändert. In puncto Ernährung, Umweltbewusstsein und so. Ich bin ja vorher auch nicht unbedingt so gewesen. Also, was war denn der ausschlaggebende Punkt für dich? Ich meine, du musst ja irgendwann die Tür da reingekommen sein und du musst gesagt haben, was war der eigentliche Anlass, dass du gesagt hast, ja, das ist was, wo ich mich dran beteiligen will? Ja, ich habe ja viel zu Hause vorm Computer gesessen und so und dachte, ich muss mal ein bisschen raus und am besten frische Luft schnappen in die Natur. Nun haben wir da ja in einer Großstadt nicht allzu viele Möglichkeiten. Ne? Und da ich ja nun hier quasi 2 Ecken weiter wohne, bin ich mal hierher gekommen. Wir haben hier 2 offene Gartenarbeitstage, wo quasi jeder kommen kann. Also das wäre einmal Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und einmal Samstag von 11 bis 14 Uhr. Und dann ist immer einer oder zwei oder drei von den Angestellten oder Mitarbeitern hier. Und wir machen immer donnerstags ein Gartentreffen. Da wird dann eine große Liste geschrieben auf das, was halt in der nächsten Woche alles zu tun ist. Und dann suchen wir uns ein paar Sachen aus, die Leute, die hier so freiwillig Gärtnern so interessieren könnte, wie Topfen, Ernten oder was säen. Und ja, dann machen wir das mit denen. Oliver, denk mal 5 Jahre weiter. Ja. Bleibt es auf demselben Level stehen oder würdet ihr gerne expandieren? Wenn euch jetzt jemand ein Gelände außerhalb anbieten würde, ja, 2 Hektar... Ja. Grünfläche, da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Also das ist ja gar nicht, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir außerhalb ein Gelände nehmen würden. Also jetzt nicht so als Prinzessingarten. Das Projekt ist darauf aufgebaut, dass es ein Stadtgarten ist, mitten in der Stadt. Also und größer als so, das ist ja, hier ist ja schon wirklich jede Menge Arbeit, ne? Auch schon von der Planung her, vom Drumherum. Es ist ja nicht nur das Gärtnern, hier ist ja Stadtentwicklung auch Thema. So ein Garten wird natürlich auch politisch, ja. Besonders wenn er mitten in der Stadt ist. Also der Prinzessengarten hat ja 2 Gründer. Das ist einmal der Robert, der sich mehr so um den Garten an sich kümmert und dann noch der Marco, der sich so viel in Sachen Stadtentwicklung engagiert. Da haben wir da hinten die große Laube, nennen wir es ja, dieses Holzgebilde und da finden auch so ja, Seminare, Gesprächsrunden und es werden auch viele Filme gezeigt über Urban Gardening, also Stadtgärtnern. Und das ist natürlich hier auch ein großer Anteil im Garten. Meinst du, ihr kriegt genügend Leute rumgedreht? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier... Ja, was ist genügend? Jeder Einzelne. Bist du eher Optimist? Oder? Ich bin absolut Optimist. Zumal ich jeden Tag neue Leute hier kennenlerne. Und die sind alle auf der Schiene. Das, so wie das System läuft, zum Beispiel Umweltbewusstsein und so, das ist schon groß geschrieben jetzt. Mit Garten, selbst anbauen, gesunde Sachen essen einfach. Ne? Nicht die Supermarktsachen.
Von mir aus kannst du ja die Sachen im Supermarkt geben, aber dann dürfen die halt nicht Pestizide verseucht sein. Ja. Wir wollen uns ja gesund ernähren. Besonders, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste und ich denke jetzt nur mal an unsere Kinder. Ne? Wie soll das weiterlaufen, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt funktioniert? Ja? Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder. Oliver, ganz kurz in eigener Sache. Du hast gesagt, du guckst dir meine Videos doch des Öfteren an und die anderen Gartenkanäle auch. Ja, genau. Was muss ich ändern an meinen Videos? Ich finde deine Videos super klasse. Ich finde, jeder sollte authentisch bleiben. Das ist überhaupt das Wichtigste bei YouTube-Videos. Und jetzt, du bist authentisch. Jetzt hast du ja die Chance, mich mal persönlich kennenzulernen. Bin ich so, wie ich sonst in meinen Videos auftauche? Da kann ich mich nur allen Vorrednern, die auch schon in anderen Videos von dir gesagt haben, die dich kennenlernen durften, nein. Du bist wirklich ein total freundlicher, netter Typ. Und ich habe mich auch total gefreut, dich mal hier kennenzulernen. Du, wenn du meine Filme kennst. Ja. Also wir könnten diese Unterhaltung ja noch Stunden weiter. Ja, das können wir. Wir haben ja auch schon uns 2 Stunden unterhalten und vielleicht hängen wir noch eine Stunde dran. Aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, genau. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Ja, das fragst du mich. Du weißt, wie meine Videos enden. Ja, wir haben leider keine Hühner hier. Ach nee, so fangen die ja an. So fangen die an. Richtig, ich weiß, wie die enden. Du hast Durst. Ja, ich habe Durst, genau. Was hast du mir anzubieten? Ich hätte dir ein Bier anzubieten. Nein, eigene Produktion. Eigene Produktion haben wir ja nicht. Apfelsaft hast du jetzt. Apfelsaft, ja, gut, ja. Stammt zumindest nicht von dem Gelände. Wenn es den noch gibt. Okay, dann gehen wir gucken. Aber ich gebe dir noch, wie eigentlich jedem anderen, auch die Möglichkeit, eine Botschaft an die Leute da draußen. Erzähl denen was von deinem Anliegen. Wenn du hast da 100.000 potenzielle Zuschauer, was wolltest du denen mitteilen? Ja, ich auf jeden Fall engagiert euch auch in Stadtgärten, wenn ihr in der Stadt wohnt. Und wenn ihr in Berlin seid, kommt hier Prinzessengarten vorbei. Schaut euch das selber an, wenn ihr noch nicht selber hier wart. Das wäre so mein Anliegen. Und denkt ein bisschen an die Zukunft und an unsere Erde und an unsere Kinder. Im Bewusstsein. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Ja, das war schon prima. Oliver, weißt du, was mich am meisten an diesem Prinzessin-Garten hier stört? Was das wäre? Der Krach rumrum. Ja. Ey, wenn du mal bei mir wärst, ja, ja, da hörst du nur Vogelgezwitscher und wenn gerade Erntezeit ist, ein Mähdrescher, aber ansonsten hörst du da gar nichts. Das ist der friedlichste Ort der Welt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für den Besuch, den ich hier ableisten durfte. Ja. Wenn Sie auch irgendein Projekt haben, Stadtgarten, Community-Garten, züchten Sie Schnecken oder sonst was, melden Sie sich bei mir, ich komme vorbei. Ansonsten Like-Button drücken, abonnieren. Und jetzt kommt wieder die Werbung, ich muss auch leben. Der nächste Amazon-Einkauf hier unten über einen meiner Links, dann fahre ich demnächst. Kuba war das? Kuba. Dann fahre ich nach Kuba und mache dort Videos. Jawohl. Auf Wiedersehen, bis demnächst, tschüss. Ciao. Ich finde, das war schon ganz viel. Weil man muss den Garten halt erleben, ne? Und mitarbeiten, dann versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Wurzelsaft.